Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ja, das nächste Spiel steht an, extrem bitteres Unentschieden mit einer roten Karte für den Gegner und einem Elfmeter, den wir verschossen haben, kurz vor Schluss. Jetzt heißt es siegen, ein Sieg, ein Unentschieden, damit wir uns den Titel noch holen. Drei Spiele haben wir noch Zeit dafür und naja, es muss einfach ein bisschen mehr rauskommen jetzt. Einen Moment, ich muss mal kurz Fenster aufmachen. So, scheiße. So, jetzt muss ich erstmal hier so ein bisschen hier. Frankfurt. Ja, die stellen uns schon mal ganz schön gut zu hier. Müssen wir mal. Löffelblume. Gute Chance. Oh, und jetzt lege ich mir ihn gleich wieder fast selber rein. Also, wir müssen ein bisschen konzentrierter spielen. Wir dürfen diese Bälle nicht so. Ich meine, wir müssen davon ausgehen, dass der hier anrennt. Aber die Dinger müssen wir einfach ein bisschen besser spielen. Wir haben ja Zeit. Wir werden ja nicht immer attackiert direkt. Und wenn doch, dann müssen wir, gibt es da Wege und dann ist Platz da. So, jetzt hat er hier eine gute Kontermöglichkeit. Das war aber jetzt nicht zwingend genug. So, und jetzt wird's gefährlich. Hui. Und gibt Einwurf nur, ne? Ne, gibt noch gerade Ecke, okay. Also wir haben schon wieder einen richtig guten Gegner erwischt, habe ich das Gefühl. Das kann doch nicht sein. Also beim nächsten Mal warte ich wirklich erstmal eine Woche ab, bis hier nicht die ganzen, die auch gut sein können, die noch nicht gespielt haben und natürlich dann auch in Liga 5 starten, weil sonst hast du ja echt kein Liga 5 Niveau. Normalerweise ist das ja Liga 5 und Liga 4 sollte normalerweise ein Durchmarsch sein. Ja, und der ist wieder saugefährlich und so langsam wird es immer gefährlicher. Hergeschenkt das Ding. War der nicht abseits? Scheinbar nicht. Doch. Oder? Nee. Kein Abseits. War aber knapp. Ja, warum nicht?
Ja, das wird einen Freistoß geben, unter Umständen gelb, ist ja eigentlich taktisch, aber bei, wenn man einen hält, dann kommt eigentlich immer nur das taktische Foul nicht zu Trage, höchstens wenn es eine Notbremse ist. So, sieht aus, als wenn der einfach nur laufen möchte, oder auch nicht. Ja, gute Möglichkeit. War mehr drin. Nee, oder? Also, ich weiß nicht, was ich gerade hier für eine Scheiße spiele, aber schön ist das nicht. Alex Meyer hier. Ja, ja, und der ist da schon auf dem Weg hin. Ich hab's leider zu spät gesehen. Alter, ey, ist echt Mist hier gerade, was ich zusammenspiele. Also, das kann echt nicht sein. Ich muss mich hier mal ein bisschen konzentrieren und dann geht das bestimmt auch. Aber so können wir echt glücklich sein, dass es immer noch 0:0 steht und wahrscheinlich so auch bleiben wird bis zur Halbzeit. Ja, das ist einfach zu planlos. So, pfeif ab und dann wollen wir gleich nochmal einen Neuanfang machen. Und da werden wir dann so spielen wie sonst auch. Also uns durchs Mittelfeld durcharbeiten, Schusspositionen herausarbeiten und so weiter und so fort. Ja, das geht natürlich nicht so richtig geil los jetzt. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt so toll war, den da rauszuholen, den Torwart, aber Winkel verkürzen und so hat ja scheinbar nicht so richtig geklappt. Heieieiei. Also ist wirklich enttäuschend. Also die ersten Spiele waren, sag ich mal, standesgemäß, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Von der virtuellen Bundesliga, die wir halt direkt gewonnen haben. Aber das, was wir jetzt abliefern, das ist natürlich gar nichts. So, jetzt vielleicht mal eine Chance. Ping-Pong.
Ja, und da ist wieder unser obligatorischer Treffer gegen die Latte oder Pfosten halt. Aber jetzt haben wir wenigstens mal eine Ecke oder sowas. Ah, Freistoß. So, haben wir da vielleicht noch einen anderen Linksfuß von hier aus? Suttner, kann man mal ausprobieren. Das ist nicht gerade der ausgezeichnete Freistoßschütze. Dann hätten wir den auch einfach in die Mitte hauen können irgendwie. So, und jetzt wird's mal Zeit, ne? Jetzt müssen wir mal ein bisschen was zeigen. Machen wir mal hier eine Stufe mehr. Bloß nicht zwei, sonst wird's richtig teuer, glaube ich. Kein Freistoß. Ach Mensch, der hat doch eingehakt bei uns. Und bei so einem Pillepalle-Ding, ey, das ist auch echt lächerlich. Ja, bedarf es keiner Worte, ne? So ein Scheiß-Elfmeter, ey. So einen kriegt sonst nur Bayern. Naja. Schade, ne? Da hatten wir erst das erste Mal so ein paar gute Szenen. Und dann passiert halt so eine Scheiße. Und das ist mir jetzt eigentlich auch völlig Wumpe. Also meinetwegen kann es auch 8-0 ausgehen. Das Spiel ist durch. Und gut ist. Da hätten wir rüberlegen können, aber wie gesagt, ist auch egal. Ich will dann auch nicht so ein Assi-Tor schießen. Das spare ich mir lieber dann auf, wenn wir damit auch einen Sieg holen. Wir können uns noch eine rote holen. Ah, und dann haben wir noch zwei. Na, wobei den Aufstieg haben wir, glaube ich, schon sicher. Ne? Den Titel müssen wir nicht zwingend holen, aber ich werde es noch erstmal ein bisschen weiterspielen mit der virtuellen Bundesliga, aber es wird fruchtlos bleiben, da kann ich euch jetzt schon sagen. Das war keine gute Leistung und damit haben wir auch nichts verloren ganz vorne. Und da kommt keiner ran. Ach, das war nochmal ein satter Strahl. Und der war auch nicht so weit weg. Aber das ist auch eher beiläufig hier nochmal die 100% Chancen. Na, 100% nicht, aber richtig gute Chancen.
Ja, war auch gut gemacht. Vorbeigelegt hier. Dann hat jetzt auch jeder Stürmer getroffen. Ich weiß nicht, ob Meier schon ein Tor gemacht hat, aber im Zweifel schon. Ja, natürlich den Elfmeter. So, dann darf der Schiri gerne abpfeifen und uns hier aus diesem Scheiß erlösen. So, Nachspielzeit abgelaufen. Und dann war es das auch, zum Glück. Ja, leider das schlechteste Spiel, das wir gespielt haben bisher hier in der virtuellen Bundesliga. Da hatten wir ja mal nicht mal ansatzweise irgendwie Chancen. Also eine Chance, irgendwie Fuß zu fassen. Erst als es eigentlich schon zu spät war, hatten wir unsere Chancen. Ein Punkt bis zum Aufstieg, das werden wir wohl schaffen. Einen Titel muss ich jetzt nicht unbedingt gewinnen, aber naja, wir werden es weiter versuchen. Nächste Folge geht's hier weiter und danke fürs Zuschauen trotzdem und ja, bis dann.